Hallo und guten Tag. Ich bin's wieder, euer Olli vom Schrebenrenner Projekt. Und ja, ich erzähle heute wieder ein bisschen was, was heute so alles passiert. Komme ich jetzt wieder mit auf die Laufrunde heute. Und dann schauen wir mal. Viel Spaß. Wie gesagt, gleich wieder. Ah, ist ja schön hier. Ich glaube, ich drehe jetzt hier einfach mal ein bisschen was. Ich mache wieder einen Lauf mit Pause, damit ich einfach mal so ein bisschen was drin zwischendrin drehen kann. Deswegen müsst ihr euch nicht wundern, wenn bei Strava die Zeit ein bisschen länger sind mit den Pausen. Ja, das ist immer so Ist-Soll-Zeit, wenn ihr das kennt. Genau, aber hier ist es ganz schön. Ist auch wieder so ein bisschen Freestyle-mäßig gemacht, das Video. Ja, ich bin irgendwie so gerade ein bisschen unmotiviert, muss ich sagen. Und ich glaube, vielleicht könnt ihr mich mit ein paar Kommentaren ein bisschen aufheitern. Gestern so ein kleines Tief gehabt, ob das alles noch Sinn macht und so. Weil es immer so ein Auf und Ab ist, ne? Also manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es gar nicht. Ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber es ist echt nervig manchmal, weil man doch sehr viel Zeit reinsteckt. Und das ist ja auch so ein Projekt. Das ist irgendwie so meine Leidenschaft. Das alles hier, das Laufen. Und das kommt irgendwie zu kurz, weil ich mich wirklich nur noch um Blog kümmere, das kümmere, dies mache, dies und jenes. Man hat halt so viele Aufgaben damit und das macht das alles natürlich nicht einfacher. Jetzt heult er rum, ne? Ja, also, was machen wir heute im Video? Ist wieder so ein ganz spontanes Video. Ich wollte jetzt Sonntag mal wieder ein bisschen vermehrt sowas machen, weil mir das auch Spaß macht. Und euch auch ein paar Infos geben, was wir jetzt am Wochenende machen, beziehungsweise das Video ist ja schon so, kommt jetzt der Sonntag raus. Seht ihr eigentlich das, was passiert ist. Und ich hoffe, dass ich in nächster Zeit, beziehungsweise heute noch, morgen mal gucken, mit meinem Trainer trainieren kann und das auch noch zeigen kann. Da muss ich mal schauen. Ja, das ist halt die Fragestellung, ob das jetzt am Wochenende noch klappt und so. Ich hoffe, ich kann euch das nachher zeigen. Natürlich verlinke ich euch das auch in der Videobeschreibung, ob das dann auch stattfindet mit dem Training und so. Wäre natürlich richtig klasse. Ja, und ansonsten, es passiert schon wieder sehr viel im Hintergrund. Da ist ja jetzt auch so ein kleines Team entstanden, die ja auch ein bisschen so wie kleine Ameisen was machen. Und freue ich mich natürlich sehr drüber. Das Laufcoaching läuft hervorragend. Bin da gut mit ausgelastet, jedenfalls so am Wochenende. Ja, und versucht da mal Mögliches zu machen. Und ich wollte euch jetzt einfach meine Vision auch ein bisschen erzählen, warum ich das jetzt eigentlich alles gemacht habe, warum dieses Projekt eigentlich jetzt auch da ist. Das habe ich ja schon für einige ja schon mal so ein bisschen erzählt. Auf meiner Webseite habe ich das schon mal ein bisschen erzählt, auch in Videos habe ich das schon mal ein bisschen erzählt. Aber ich gehe da jetzt noch mal ganz konkret drauf ein, weil ich habe ein großes Anliegen. Ich bin ja Papa, bin ja dieses Jahr zum zweiten Mal Vater geworden und da merkt man schon, dass man nicht so viel Zeit hat, auch für den Sport und so. Und ich wollte da immer gerne meine Passion auch teilen, wie ich das halt mache, wie ich das hinbekomme. Ich habe das mit unserer ersten Tochter ganz gut hinbekommen. Mit der zweiten wird es jetzt immer schwieriger, auch Sport zu machen. Ich kriege es aber trotzdem immer noch irgendwie hin. Und auch noch so schöne Videos zu machen für euch, damit ihr auch Tipps habt und so weiter und auch euch weiterentwickeln könnt. Und ich möchte auch gern vielen Menschen dabei helfen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen kann. Dass ich euch da auch alle erreiche und alle abhole, weil das ist jetzt gerade etwas, was mir ganz wichtig ist. Aber das hat dann auch irgendwo seine Grenzen. Das merke ich jetzt auch gerade beim Laufcoaching. Und da möchte ich aber gerne euch mitnehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das nochmal rüberbringe. Jeder soll sich irgendwie persönlich auch abgeholt fühlen. Das soll nahbar bleiben, authentisch bleiben. Ich möchte das hier nicht irgendwie Müsli-Riegel in die Kamera halten oder irgendwas machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wirklich dieses Influencer-Zeug machen. Das bin ich nicht, so fühle ich das auch nicht hier. So soll das Projekt auch nicht werden, dass ich da jetzt irgendwie solche Sachen mache halt. Ne? Später vielleicht bei sowas wie was Strategisches oder so. Ja, weil das ist ja so eine kleine Firma im Hintergrund, das wisst ihr ja, die meisten jedenfalls von euch. Das ist nicht mein Ding, dieses mit dem Influencer-Gedöns und so. Ne? Und so fühle ich das einfach nicht. Das wollte ich euch einfach mitteilen. Deswegen ist meine Vision, ich möchte gerne meine Passion teilen fürs Laufen. Ich mache das nicht nur seit ein paar Jahren oder so oder seitdem es Social Media gibt, sondern ich habe davor schon Ewigkeiten gelaufen.
habe mich da jetzt auch weitergebildet vor 5 Jahren schon und coache auch schon seit 5 Jahren Leute. Deswegen, ich weiß, wovon ich spreche und bin nicht so nachhergelaufener. Deswegen, ja, Influencer, das ist nicht so meins. Deswegen, ich helfe euch jetzt weiter mit meinen Tipps und möchte das auch gerne so viel wie möglich dann auch zeigen und dann auch teilen. Aber dann auch eher persönlich. Und das macht das wirklich schwierig, weil ich wirklich auf jede Nachricht antworte, auf jedes Kommentar, ne? Also auf jede E-Mail. Ich mache alles, alles möglich für euch. Bloß ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Angst würde ich dazu gar nicht sagen, sondern ich habe da so einen tierischen Respekt vor, wenn der Kanal vielleicht bei 10.000, 100.000 Abonnenten her hat oder so. Da möchte ich das trotzdem gewährleisten, dass ich da jeden abholen kann, ja, und jeden auch irgendwie persönlich dann betreuen kann. Ach, das wird vielleicht nicht ganz so möglich sein, aber dass man schon auf jede Nachricht dann auch antwortet, jedenfalls versucht das zumindest, dass man das irgendwie so verpackt. Und da versuche ich natürlich irgendwie euch abzuholen. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das möchte ich jetzt gerne in diesem Video euch mitgeben. Ich glaube, das ist jetzt auch rübergekommen. Ich habe das so ein bisschen ausgeholt. Ja, mal schauen, wie sich das Video weiterentwickelt. Das wird auch ein bisschen länger sein. Mal gucken. Ja, und konkret ist es natürlich eine Fragestellung ans Projekt, wie es damit weitergeht. Ja, also klar, das Ultramarathon-Thema nächstes Jahr, das ziehe ich ja noch voll durch. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und dann gibt es natürlich auch wieder den Läufer-Talk. Nächstes Jahr 3. Staffel, das ist ja auch ganz klar. Und auch diese ganzen Videosachen und so weiter. Aber im Hintergrund, da ist noch so viel, was da gerade passiert. Und irgendwann, so in den nächsten Wochen und Monaten, da lasse ich auch immer zwischendurch mal ein bisschen die Katze aus dem Sack, was da so kommt. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, also da könnt ihr euch wirklich auf vieles, vieles freuen. Das habe ich auch schon in den letzten Wochen immer in den Videos gesagt, in den Vlogs. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, ja. Ja, mal gucken, was ich dieses Wochenende jetzt alles aufnehme. So, die ersten 6 Minuten von dem Video, das ist so ungefähr der Freitag. Wird auch ein bisschen länger. Teilt das auch alles auf. Ich mache euch das alles fertig in der Videobeschreibung, dass ihr auch wisst, okay, Zeitstempel. Dann und dann ist das passiert. Ja, ich habe gestern, heute ist Freitag natürlich, gestern habe ich so Athletiktraining gemacht und so ein Zeug. Habe auch was für YouTube gemacht, noch Videos gedreht und so. Und das merke ich heute noch. Eigentlich wollte ich heute einen langen Lauf machen. Halbmarathon mindestens, vielleicht auch 30 Kilometer. Und das wird heute nichts. Das mache ich vielleicht morgen. Oder mal schauen. Aber das zeichne ich natürlich auch auf ein bisschen. Nehme euch da mit. Ja. Das wird aber wahrscheinlich Samstag stattfinden. Mal gucken. Mit dem Trainer treffe ich mich ja auch noch. Das wird wahrscheinlich nur ein Gesabbel sein oder so. Aber das wird man dann halt sehen. Deswegen Freitag jetzt eine kleine Runde. Ich versuche das auch hier mal einzublenden, was ich da gemacht habe genau. Ist aber mit Päuschen jetzt hier entstanden, weil ja, ich jetzt hier noch das Video drehe und da läuft man schon so 10 Minuten mit einer gestoppten Uhr hier rum oder so, keine Ahnung. Das ist mir aber auch nicht so wichtig. Hauptsache ein bisschen Bewegung, ein bisschen rauskommen, ein bisschen regenerieren. Das ist jetzt erstmal wichtig. Und das Wetter ist auch wieder fantastisch. Guckt euch das mal an, das ist geil, ne? So, und das sind halt Erlebnisse, die hast du halt nur beim Laufen. Und deswegen ist es auch immer so demotivierend, wenn man den ganzen lieben Tag hier am Schreibtisch sitzt. Und ja, Familie kommt dann natürlich auch ein bisschen zu kurz. Ja, Projekt geht natürlich voran. Aber das alles, was digital ist, dann auf der Webseite ist und so, der Rest und so, das geht halt voran. Aber ja, sowas ist halt dann, sowas bleibt auf der Strecke, dass man so bei Sonnenschein dann mal laufen gehen kann. Deswegen ist das auch so wichtig. So, jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Ja, das ist wieder so ein Lauf mit Unterbrechung. Manche würden sagen, das ist irgendwie scheiße. Was macht meine Uhr jetzt? So, habe ich schon 8 Kilometer voll. Ja, so schaut's aus. Ja, wir haben Samstagabends, wie versprochen. Samstag nehme ich euch auch mit. Den ganzen Tag war viel zu tun. Mein Trainer hat leider abgesagt. Dem geht es leider nicht so gut. Der hat kein Corona, keine Sorge. Das holen wir nächste Woche wahrscheinlich nach, wenn es ihm besser geht. Und jetzt ist es halt so, ich laufe jetzt einfach mal meine Runde. Und ich stehe jetzt hier gerade so an der Kieler Förde.
Genießt man so ein bisschen den Ausblick, die Ruhe auch. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel sieht. Ich drehe jetzt mal um. Man sieht eigentlich fast gar nichts. Also jedenfalls mit der Kamera jetzt nicht. Ja, aber ich denke mal, ich kann trotzdem noch mal so ein paar Worte verlieren. Und erzähle euch einfach mal ein bisschen was. Ja, zwei Sachen habe ich noch für euch. Es gibt zum einen einmal einen Blogartikel noch. Gestern gab es ja auch schon einen und heute gibt es auch noch mal einen mit Laufzitaten. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Hört euch auch gerne mal anschauen. Das sind die 25 weltbesten Zitate, wie ich finde. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, das mal rauszusuchen. Und dann haben wir es einfach mal aufgeschrieben und jetzt habt ihr es auch dann mal zur Hand, um euch einfach mal auch ein bisschen zu motivieren. Vielleicht auch die Laufeinsteiger, die dann wieder jetzt nächstes Jahr vielleicht einsteigen oder vielleicht auch jetzt gerade gestartet sind. Fühlt euch da mal so ein bisschen abgeholt und startet einfach mal durch und motiviert euch damit, wenn der Schweinehund mal wieder ein bisschen größer ist. Genau, und dann habe ich noch eine zweite Sache für euch. Es gibt mittlerweile eine interne Telegram-Gruppe, wo mittlerweile jetzt auch schon einige Leute drin sind. Da könnt ihr auch gerne eintreten, wenn ihr möchtet. Das kostet kein Geld, keine Sorge. Ihr könnt dann ja einfach das Ding abonnieren und da mache ich dann meistens so ja einmal in der Woche eine Voice-Nachricht rein und spreche dann einfach mal so ein bisschen auch über das Projekt, was so ansteht, wie die Woche auch war, was ich so gemacht habe. Gib auch so ein paar interne Einblicke, die ich so eigentlich nicht auf den anderen Social-Media-Plattformen teile bei mir. Und dann könnt ihr euch da auch mal so ein bisschen informieren. Ne? Der Kreis wird immer größer, das freut mich natürlich sehr. Mittlerweile hat das Projekt ja auch schon über 20.000, das habe ich glaube ich auch schon gestern gesagt, Abonnenten und ja, gerade diese Telegram-Gruppe, die wächst und wächst und ja, das freut mich natürlich. Klein und stetig, ne? Ist ein schnuggeliges Projekt jetzt, was wir jetzt hier haben und dann schauen wir mal. Die nächsten Wochen werden sowieso wieder spannend und ja, da kann man sich auf jeden Fall mal ein paar Infos holen. Würde ich mich auf jeden Fall über deinen und euren Besuch freuen, wenn ihr da eintreten würdet. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung, ganz klar, zur Telegram-Gruppe. Ja, also ich werde mich jetzt gleich mal ein bisschen weiter auf den Weg machen und dann sehen wir uns auch gleich ja, im Anschluss wieder. Und dann gebe ich mal so einen kleinen Ausblick, was nächste Woche dann ansteht. So, ich bin jetzt auch schon gleich zu Hause und ja, ihr könnt auch nächste Woche auch auf so ein ähnliches Video freuen, denke ich. Ich hoffe, dass ich mich da dann mit meinem Trainer treffen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal was. Ja, abonniert auch gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Uli, ciao.